Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute ist der Hamsterpudel wieder mit am Start, aka Jonas. Hi. Und wir packen heute die Japan Crate aus, die neue, also die japanischen Süßigkeiten gibt's da mal wieder. Hast du schon Bock drauf? Ja. Aber? Nicht, dass wieder diese ekligen Zitronenchips. Ja, die waren beim letzten Mal drin. Habt ihr das Video gesehen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Yes. Aber bevor wir starten, was war dein Highlight der Woche? Was war das Beste, was dir diese Woche passiert ist? 4 Stunden in der Schule. Das war das Beste, was dir passiert ist, oder das Schlechteste? Das Beste. Ja, echt? Haben die so guten Unterricht dort? Ja. Du bist jetzt seit kurzem in der Schule. Ja, ne? Ja. 6 Wochen. Ne? Ja, 6 Wochen, ja, sorry, hey. Stimmt. Ja, was sechs sag ich? 6 Wochen, ja. Ja. Du bist ja schon ein alter Hase, was das angeht, oder? Nee, nur einen Tag schon in der Schule, 6 Wochen. Ja. Alles klar. Doch. Alles klar. Ich glaube, das haben sie echt gut zugeklebt. Echt so. Was ist los mit denen? Müssen wir jetzt hier noch so ein riesiges Schwert und hier einfach hier jetzt mal einen rüberhauen nehmen, Päckchen? Du bist daneben. Wer kennt's? Okay, ey, what? Ey, what? What the fish? Brauchen wir nicht. Oh, ist ja Halloween, hä? Warte, eins nach anderen, eins nach anderen. Da gibt's jetzt irgendwas Gruseliges. Oh, was ist das? Ach, du meine Güte. Gib mir mal Schnittchen. Gibt's Tipps, die man beachten muss bei einer Schere? Ja, nicht falsch umhalten. Oh oh. Oh oh. Leute, das wird gruselig. Achtung, das riecht ja schon gruselig. Das ist auf Japanisch dabei. Das ist. Oh, das ist gruselig. Hey, what? Da, das ist wahrscheinlich so ein Verbannungszeichen oder so. Hier steht alles auf Japanisch und wahrscheinlich. Ich glaube, das ist ein Kaugummi. Von dem Geist, oder was? Ja, das ist so ein Kaugummi von dem Geist. Ja, willst du den probieren? Ja. So schaut er aus. Der Geist, der dich nachts wegholt. Wenn du diesen Kaugummi gegessen hast, wird dich nachts der Geist wegholen. Wir hoffen doch nicht, oder? Du kriegst das Stück. Okay. 3, 2, 1. Er schmeckt zitronig auf jeden Fall. Schmeckt so ein bisschen nach Zitronen. Doch, schon, oder? Na, was dann? Nichts. Machen wir weiter mit nichts, ne? Ja, du holst raus. Das ist wie bei der Weinprobe. Da muss man immer wieder ausspucken, damit man wieder was Neues probieren kann. Weinprobe, ne Leute? Weinprobe. Boah, guck mal, das ist Karamell. Da ist nichts draus. Oh. Das ist ein Skelett. Das sind Gehirne. Grüne Gehirne. Was haben sich die Japaner denn? Das sind ja wirklich Gehirne, du hast recht. Das sieht aus wie Gehirne. Boah, ey. Lass gucken. Ich frage mich, wie das schmeckt. Ah, ich frage mich, wie das schmeckt. Dass es nach Rosenkohl schmeckt. Es schmeckt einfach. Es sieht aus wie kleines Gehirn oder Rosenkohl, hast du gesagt? Ne? Ja. Aber es schmeckt gut. Es schmeckt einfach nur noch Zucker. Grün eingefärbt. Ah. Nein, meine Hände! Nein, meine werden auch schon ganz grün. Wahrscheinlich färbt es die Zunge ganz grün. Boah, du voll in den Zähnen auf. Ja. Komm, nimm noch ein paar. Rein damit. Gut. Ist nichts. Boah, färbt das ab. Jetzt holst du mal raus, mein Lieber. Ein Baum. Hey. Boah. Oh, no. Hinten steht schon mal drauf. Kawaii. Und keine Ahnung, was da drauf ist, was das sein soll. Ich glaube, gib mir mal der Scherin. Ach, die Scherin. Ich glaube Gummibärchen. Nee. Tipp ich jetzt noch. Nein? Keine. Von Lotte. Falls das jemand kennt aus der japanischen Werbung. Ach, kennst du die? Ist das jetzt typisch deutsch? Typisch hier. Oh, cool! Das sind Koala-Bären einfach. Das stammt aus Japan.
Ja, die sind, habe ich in Japan auch immer gekauft, als ich da war. Oh. Als Süßigkeit. Weil das war eins, was ich auf jeden Fall kannte, wo ich wusste, das schmeckt. Die haben die normalen, die haben die mit Erdbeerfüllung, die haben die mit Schokofüllung und als schwarze mit weißer Milchfüllung. Oh. Ja. Das ist voll lecker. Wir essen ja einfach die ganze Zeit, wir essen nur. Aber eigentlich, das wird man jetzt kaum sehen, ist da eigentlich ein Kürbis. Also es sind so Halloween-Designs drauf. Meiner schon. Ja. Bevor wir das erkennen konnten, haben wir es leider schon weggegessen. Jetzt sieht er noch schlimmer aus, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Oh nein, wir haben schon wieder Chips. Na, Karamell. Ah, ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Oh, das riecht so nach Karamell. Toffifee, so. Boah, eher nach Kaffee. Mm-mm. Boah, nee, komm, das lass mal aus. Boah, das kommt. Boah. Musst du fett sein davon essen. Boah. Aber es kommt mir auch schlimmer, mein Lieber. Du hast aber recht, es riecht wirklich nach Kaffee. Boah. Vor allem, das sind keine normalen Kartoffelchips, das sind Süßkartoffeln. Also eigentlich, pass auf, du musst jetzt noch mal eine essen. Nee. Und dran denken, dass es eigentlich was Süßes ist. Das ist kein Chip, sondern was Süßes. Mhm. Klappt nicht. Ja, das ist jetzt nichts, was ich mir kaufen würde, aber war auf jeden Fall interessant, würde ich sagen. Nee. Nee? Mir nie kaufen. Niemals. Letzter, oder? Schon der letzte. Ja, oder? Das ist der letzte. Käse, Leute, ey, Käse. Ey, Käse, oder was? Ja. Nennen wir unsere Schere Moncherie. Anstatt Moncherie? What? What? Ja. Ach du meine Güte, ist das denn ein Käsesandwich oder was ist das? Ach du meine Güte. Oh, riech mal. Boah, es riecht so richtig nach Käse. 3, 2, 1. Mmh! Boah, nee. Essen. Dann machst du was gut. Mmh, es schmeckt halt wie ein Cheerio eigentlich. Also wie so ein Käse. Käse. Ah. Flip, Alter, die Spinne da vorne, die macht mir voll Angst. Ah! War er nicht. Er hat sein Büro voll gesaut. Das war jetzt mal eine interessante Halloween-Packung auf jeden Fall. Was fandest du am besten? Also der Kaugummi, die Gehirne und die Panda-Bärchen. Am wenigsten geschmeckt hat mir eigentlich diese komische Chips wieder. Oh, mir auch. Und dieses eklige die Käse. Echt? Oh, ich hasse Käse. Naja, bis auf so Orangen, der auf so ein leckeres Sandwich kommt. Hm. Leute, was geht ab, Mann? Oder auf die Luca-Pizza, ne? Nee, ja, kennst du die, ey? Aber ich finde die nirgends. Ja, die habe ich auch weggekauft. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke. Mit. Und was würdet ihr so an Halloween euren Leuten servieren? Schreibt es mal in die Kommentare. Lasst ein Like da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ich kenne noch was. Ja. Ihr könnt auch Bananengeister machen. Nehmt ihr einfach euch ein Messer und Spieße, genau, Schlickspieße, spießt ihr die Banane drauf, ab in den Gefrierfach für 3 Stunden oder 24 Stunden und dann zerhackt ihr weiße Schokolade, zum Beispiel, die stellt ihr euch vor, es ist von euren Opfern die Schädel. So stelle ich mir das immer vor, bei weißer Schokolade, stimmt. Und dann lasst ihr das schmelzen und dann macht ihr es drauf und dann stellt ihr es in den Kühlschrank und dann klebt ihr mit Lebensmittelkleber die Schokotröpfchen drauf und ciao!